Alle Stücke? Nein, schon. Ich muss einen Handwerker finden, der den Stuhl zusammensetzen kann. Ja, super. Andere auch hier nennen. Mit den alle rauen Wunden. Weil die Wurzeln wirklich haben. Rauen Wurzel. Zwei Stück haben wir, das sollte ja auch reichen. Nur eine drüber. Gruft oder Gruft brauchen wir hin. Also nicht, dass ich wüsste, dass wir hier hin sollten. Laterne, da waren wir doch vor. Konnten wir ja nichts reintun. Speichern wir aber vorher nochmal, bevor unser Spiel mal abstürzt oder sonstige. Weiß es ja nie. Regentanz anführen oder. Muss die Erscheinungen besiegen, die den Druidenkreis heimsuchen. Ein Siedler behauptet, dass ich den König der Jagd fernhalten kann, indem ich all rauen Wurzeln auf das Feuer im Druiden um sie und sie anzünden. Ich hab das doch gemacht. Wurzel drauf. Die ganzen Dinger drauf geklatscht, zwei Stück, die wir hatten. Irgendwie gut sich. Sowas mag ich ja.
Hat doch irgendwas von neun gelabert gehabt. Bestimmt wieder 9 Stück sein. Dorfoberst, wenn wir mal da wieder. Weiß, wie viel Dorf überhaupt uns jetzt wieder an Kohle in den Rachen drückt. Wenn wir nicht schon genug haben. Dorf der Seite rein. Den Schmied auch direkt fragen, ob er uns Teil zusammenzimmern kann. Ja. Könnt ihr einen zerschmetterten Spiegel zusammensetzen? Für 100 Orens. Abgemacht. Hier sind die Teile. Ich bezahle euch, wenn ihr fertig seid. Ohne Fleisch kein Preis. Ohne Fleisch kein Preis. Ja, Dorfoberst in der Seite. Jos Hoffmann, bist du das? Ja, ne? Seid gegrüßt. Hallo. Wie nennt man euch denn? Gerald von Riva. Hexer. Welch ein Glück, dass uns gleich zwei Hexer besuchen. Hoho. Ich, Tobias Hoffmann, bin der Dorfprobst. Euch auch. Hoho. Bestientöter, was führt euch hierher? Hoho. Ich bin wegen der Anzeige hier. Was habt ihr für mich? Noch nichts. Ist das Angebot noch gültig? Ja, das ist es. Wegen was anderem hier, ich hab so einen komischen Kopf. Bestientöter? Wie sind die Beziehungen zwischen euch und den Vodjanoi? Alles in Ordnung? Ich hoffe es. Aber beim Fischvolk kann man da nie ganz sicher sein. Gibt es in der Gegend Anderlinge? Am Ufer leben Elfen. Was für eine üble Bande. Ich wollte ihnen etwas übrig gebliebenes Essen geben. Die haben mich so kalt angesehen, dass ich fast erfroren wäre. Sie sind ein seltsamer Haufen. Aber ich habe hier im Dorf schon genug zu tun, auch ohne mir über sie Gedanken zu machen. Verstehe. Bestientöter? Habt ihr Arbeit für einen Hexer?
Eine Kreatur, die wie ein Fisch mit Beinen aussieht, erscheint am See. Es heißt, die Gruft auf den Feldern beherbergt eine Bestie. Sie hat riesige Zähne und gleicht einer toten Schwiegermutter. Sie soll grässlich sein. Gibt es Belohnung für diese Kreaturen? Bringt mir einen Beweis. Dann bin ich großzügig. Ich habe den Fischmann getötet. Große Götter, was ist das denn? Nehmt eure 800 Orens und schafft das garstige Ding weg! Du wolltest doch... Lebt wohl. Du weißt. Komischer Gautz. Alkohol in seinen Schränken, der Typ. Und das haben wir. Eines. Herren des Sees. 7 Braunwurz. Zum Schmied. Das heißt, uns jetzt mal ein Plätzchen, wo wir Nickerchen machen können. Und den Schmied. Den Spiegel wieder abzunehmen. Zünden in den Lagerfeuer. Gehen wir auch einfach nach Celinas Haus. Vielleicht können wir da irgendwie. Ja, da vorne ist sogar eine Feuerstelle. Nein, nicht ins Haus. Ein paar Talentchen verteilen. Auch wieder verteilen. Schwalbe können wir keinen zerstellen. Warten wir einfach mal bis zum nächsten Morgen. Und hoffen, dass der Spiegel fertig ist. Ist mein Spiegel fertig? Wie neu. Also, 100 Orens? Hier. Ja? Berengar erwähnte, dass ihr die Legende von Rabe kennt. Ich weiß nichts über die Legende. Ich interessiere mich mehr für Technik. Diese Rüstung war ein Durchbruch, der nur durch Fortschritte in Metallurgie und Schmelztechnik möglich wurde. Sehr interessant. Wegen der Rüstung. Ich kann euch ihre Qualitäten schildern. Gut. Aber bedenkt, ich weiß nur wenig über Metallurgie und Schmiedekunst. Drei Elemente von Rabes Rüstung sind erhalten. Eine Schulterplatte, eine Armröhre und einen Handschuh. Bestes Eisenerz und neueste Technik kamen bei der Herstellung zur Anwendung. Nicht diese nutzlosen Schmelztiegel aus Temerien. Die Gnome sind uns technologisch eine Generation voraus. Die haben Schmelzöfen und Gusstanks unter dem Carbonberg, von denen unsere Handwerker nur träumen können. Könnt ihr mir etwas über die Rüstung erzählen? Wie ihr wollt. Mit den erwähnten Techniken kann man Stahl herstellen, der hart und flexibel zugleich ist. Praktisch unzerstörbar. Wie gesagt, es sind nur Teile der Rüstung erhalten. Wenn ihr die ganze Rüstung restaurieren wollt, müsst ihr Ersatzmaterialien finden, sowie jemanden, der die Teile zusammenbauen kann. Irgendwelche Vorschläge?
Sucht in Grüften, in denen große Ritter begegnen.